Das ist das FR-Sky R9 Long Range System. Links 915 MHz und rechts das EU 868 MHz. Die roten R9M-Module sind von der Hardware identisch. Der R9MM-Empfänger mit einer flexiblen Antenne ist super klein und beträgt sogar Telemetrie. Den R9MM gibt es mit 915 MHz und mit dem EU-Aufkleber, auf dem die 868 MHz Firmware aufgespielt ist. Die Hardware von R9MM ist aber identisch. Sogar die R9M-Antennen sind gleich lang und für beide Frequenzen geeignet. Zusätzlich gibt es von FR-Sky eine bessere R9T-Antenne, die mit gelbem Ring für 886 MHz und blauen Ring für 915 MHz optimiert sind. Die gelbe EU-Antenne ist etwas kürzer, die für 886 MHz optimiert wurde. Die standardflexible Antenne von Empfänger ist länger als die gelbe EU und kürzer als die blaue T-Antenne. Für den roten R9M-Sender gibt es auch eine bessere, optimierte FR-Sky Super 8-Antenne mit der gelben Markierung für EU 886 MHz Frequenz. Die Standard-Stab-Antenne von dem Modul ist für alle Frequenzen vorgesehen und nicht optimiert. Also braucht man in der EU nur die richtigen EU-Antennen für das 886 MHz Long-Range-System. Dabei spielt es keine Rolle, welchen R9M-Modul oder R9MM-Empfänger man gekauft hat. Hauptsache, man hat die gelb markierten EU-Antennen. Auf dem Tarani-Sender sollte die aktuelle OpenTX-Firmware mit der aktivierten Flex-Option sein. Mindestens die Version 223 vom 7. Januar 2019. Auf das rote Modul sollte die Flex-Firmware aufgespielt werden. Mit der Flex-Firmware werden immer die Telemetriedaten übertragen und das bei egal welcher Senderleistung. Und sowohl bei 886 MHz als auch bei 915 MHz. Somit macht es keinen Sinn mehr, 915 MHz zu verwenden. Die Kanalanzahl sollte man auf nur 8 Kanäle einstellen, dann ist die Übertragung doppelt so schnell. Die Sendeleistung kann unter EU jetzt auch von 10 mW bis auf Auto 1 Watt eingestellt werden. Somit kann die EU Flex Firmware alles, was früher die US Firmware konnte. Die T-Antenne habe ich an meinem 5 Zoll HGL RC Batman Racer an einem Arm befestigt, was den besten Empfang liefern soll. Die gelbe Markierung kann man entfernen, weil die sowieso verloren geht. Vorne sitzt der kleine Empfänger. Hier noch das beste R9 EU Bundle von FR-Sky mit dem R9 MM Empfänger, der bereits die gute T-Antenne hat. Und das R9M-Modul mit der guten EU Super 8-Antenne. Bedenkt aber, alles muss noch auf die aktuelle Flex-Firmware aktualisiert werden.